Freunde der Sonne, ich sag herzlich willkommen zu einer neuen Folge Biberfeld im Multiplayer mit drei Spielern, ihr werdet es nicht glauben. Ja, tatsächlich. Und wisst ihr, wer dabei ist? Maxi, sag mal Moin. Guten Abend. Und Schmiedi ist auch dabei. Moin Moin. So, wir starten direkt. Genau, wir fangen direkt an zu initialisieren. Und Verkehrsunfall, alles. Genau, erstmal initialisieren, dann eben einmal durch und dann schicken wir was dahin. Ja. Ich blute immer noch an meinem Bein. Christian, dann nimmst du auch noch die 6 der Feuerwehr, ja? Jo, mein. Soll ich die 5 nehmen auch? Ja, die 5 habe ich gerade genommen. Nimm ja, mal die beiden Freiwilligen Feuerwehren. Hab ich. Rettungsdienst 1 nehme ich wohl. Rettungsdienst 2 wollen wir aufteilen? Nee, nimm mal 1, wir haben ja genug Rettungswachen jetzt. Soll ich RTW 2 nehmen? Also Wache 2? Ja, nimm mal Wache 2. Christian, nimmst du die anderen beiden von außerhalb? Ja. Wunderbärchen. 3 und 5. Schmiedi, denkst dran, ne? Wenn da oben brennt, ne? Eben mit Lakritzstangen draufhalten. So, ich schick schon mal was. Was soll ich jetzt noch nehmen? Na, das ist auch noch Autobahn, ich glaub es nicht. Ey. Was denn? Pol schon? Ja, könntest du nehmen. Pol 1 oder was soll ich nehmen? Ja, mach. Dann mach die Autobahn zu. Wollt ihr komplett Pol nehmen? Ja. Alles klar, sehr gut. Mach die Autobahn dicht, ey. So, dann schicke ich mal beides runter. Ich muss den Debugger-Chat gleich nochmal eben initialisieren. Welche Fahrtrichtung ist das? Ich brauche mal Informationen. Von Westen nach Osten oder von Osten nach West? Ich glaube von Ost nach West. Ist dicht, ich schicke die... Negativ, dann die andere Seite, sorry. Von 1 kriegst du ein RTW und ein LF. Das soll klar sein. Ich schicke die Pol. Braucht ihr noch wen von meinen Salinis? Nee, erstmal nur die Polizei dann dahin. Ja, die Pol ist auf dem Weg. Jo. Rettungsdienst ist gleich an der Einsatzstelle. Ja. Kommst du umgehend mit Rückmeldung, oder? Ich komm umgehend mit Rückmeldung. Das kann man von den alten Kollegen ja lernen dann, ne? Weißt du? Ich brauch die diverse Einsatzkräfte zur Einsatzstelle. Voll unbekannt Ursache. Jawoll. Oh. Jawoll. Das ist deins, Ja. Ach, das ist ja nur so ein bisschen. Ah, sag das nicht, ey, das kann auch in die Hose gehen hier. Das ist was für Lakritz. Da hast du jetzt drauf gewartet, dass du das sagen kannst, ne? Ja, kann das wohl sein? Hier, guck's dir an, Lakritzstange. Ist schon dran, die Lakritzstange? Ich bin dran mit der Lakritzstange. Wir brauchen auch keinen Atemschutz. Da hier, da brennt noch ein Busch mehr. Oh. Da muss noch ein zweites Halef hin. Ich schick meine Salinis. Ja, bitte. Ich schick dir die nicht. Fein mit der Lakritzstange eben dabei. So. Thorsten, dein NRF fährt hier gerade ein bisschen. Ich hab's gerade gesehen, ja. Das ist gerade alle ein bisschen chaotisch hier, ja? Los geht's. Warum das denn? Auf dem Weg. So, Gruppenführer erkundet. Schick mir mal bitte die 4 okay, rüber, bisschen. Halt das LF. Ja, alles klar. Ja. Fahrzeug kann nicht ausdrücken. Was der Lampe so? Ey? Was? Was ist in der Lampe so? Ich hab alles im Griff. Ich hab alles im Griff. Wird gemacht. Alles klar. Kennst du ja, ne? Höre, ist in Arbeit. Ich hab das immer im Griff. Ja, no. Haben wir schon NA an der Einsatzstelle? Einsatzstelle Autobahn? Hat eigentlich jemand die Feuerwehr dahin geschickt? Nein. Klar, ich bin schon am Schneiden. Du bist schon am Schneiden, da sehe ich nichts vor. Achso, doch. Satan, brauchst du da einen Erkunder? Nee, wa?
Ja, NA kommt jetzt von mir. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie ist er oben lang gefahren. Ja, ist. So. Ja. Bist von mir. Wo sind die jetzt? Wer hat Pol 1? Ich. Versuch okay. Nochmal den Hubschrauber genau, zu kriegen. Genau, einmal mit dem Hubschrauber vor die Brücke der Autobahn schicken. Was meinst du mit vor die Brücke? Ja, also hinter der Unfallstelle. Also vor der Unfallstelle. Also da, wo die Polizei steht, dazwischen. Nee, dahinter. Hinter dem RTW. Korrekt. Ubi kommt. Danke. NA ist da. Ja, wir haben einen. Reanimation. Könnte aber noch klappen. Braucht ihr noch was? Ne, momentan eigentlich nicht. Ja doch, RTWs noch gleich. Schick aber. Wie viele RTWs? Sieht aus wie. Scheiße. Drei RTWs müssten das werden, glaube ich. Drei RTWs? Ja. Nee, Thorsten, hast du gerade dein LF frei? Das brauche ich bitte an der Einsatzstelle. Ich kann meins nicht mehr verrücken. Ich bin zu weit vom Aggregat entfernt. Rüstwagen kommen. Ja. Ich schicke einen RTW von unten hoch. Ja. Reanimation erfolgreich. Ja. Patientenzustand, wir ja, wechseln mal eben. Unterwegs. Christian? Ja. Geh mal eben von deinem Patienten weg. Jo. Bin unterwegs. Katschdang. Geh, behandle noch mal eben. Ist gerade ein Fehler in dem Koffer. Höre, so. Ist in Arbeit. Reanimation. Ja. RTW von mir ist auf dem Weg. Ja. Fahr den mal gleich bitte hinter meinem RTW. Dein gelber ist das, ne? Mhm. Ja, pack ich den. Haben wir denn sonst alles initialisiert? Ja, sollte, ne? Nein, Pol 2 ist noch offen. Okay, dann Pol 2 mal einmal eben das weiter zu mir. Kannst du eben durchgucken, ob wir alles initialisiert haben? Ja. Schick mir erst eben den Rüstwagen nach unten. Der kommt schon. Ist doch schon oben. Ja, der ist da oben. Der steht da oben. Oh. Und dann den blauen PKW, der hier an dem Bus steht. Ja, ja, ich sehe ihn wohl. Ich sehe ihn. Ich setz mal meinen Assistenten in deinen Notarztwagen, dann kannst du ihn weiter nach vorne fahren. Ja. Kannst du da, glaube ich, mit dem Rüstwagen besser hin. RTW an der Einsatzstelle. Ja. Lass mal meinen Notfallsanitäter wieder aussteigen. Danke. Ist draußen. Brauchst du nur einen Assistenten, NFS mit Trage, ne? Okay. Oder habe ich das falsch? Ja, nee, zwei brauchst du. Was? Durchschneide. Sehr gut. Ist der Ruby eigentlich schon da? Nee, ne? Ich habe ihn noch nicht gesehen. Welchen Patienten kann ich nehmen? Ich muss mal eben Patienten. Also nach Sichtung haben wir jetzt drei, also zwei rote auf jeden Fall, ne? Ja, ja. Da bei einem PKW wird noch geschnitten. Gut, also den Notarzt vom Ruby brauchen wir auf jeden Fall. Der Ruby ist aber alarmiert. Sonst tausch mal mit dem rechts neben dem beigen Fahrzeug, weil der ist ziemlich kritisch. Wird gemacht. Ja, ich genau. Krall mit ihm aus dem blauen PKW, sobald der raus ist. Ja. Wenn der nicht behandelt werden muss vom Notarzt. Wie gesagt, der Hubschrauber müsste irgendwie. Den habe ich alarmiert, der kommt. Verdammt. Ja, ja macht nichts. Ist einer verstorben? Kann passieren. Ja. Ja, ja. Der liegt jetzt unterm Bus. Also kein Einsatz mehr für meinen RTW. Versuch nochmal. Warte, ich komm da aber bei. Ja. Ich komm da nicht bei. Ist da noch was? Ah, es hat zu lange gedauert einfach. Ne? Ich setz mein Auto wieder in die 1. Er fährt direkt wieder weg. Ja, unten da. Unten ist heißes Pflaster. Überfälle Downtown, das ist wohl. Ja. Ich würde jetzt echt mal interessieren, wo der Hubschrauber steht. Also normalerweise müsste der Hubschrauber schon längst hier sein. Ich probiere nochmal zu alarmieren. Guck mal. Irgendwas stimmt ich hatte den alarmiert. Ja, Junge. Jetzt. Nochmal. Aha. Der war gerade alarmiert, der stand da oben auch. Einmal das können übrigens unsere Zuschauer. Nein, das einmal. Das können nachher die Zuschauer, wenn sie dieses Video sehen. Nicht sehen, scheiße, die sehen ja meine Perspektive nicht. Ja gut, aber die Perspektive ja gut, aber wir können ja trotzdem, wir können ja trotzdem sehen. Da, dann müssten die Zuschauer nachher mal drauf achten, nach dieser Situation. Das ist am Anfang, nochmal zurückspulen, nochmal angucken.
Was gibt's? Auf dem Weg. Mein RTW geht Status 2. Ja, ich nehme den Patienten mal eben mit in den RTW. Ja, ich brauche auch einen NA zur Begleitung. Ja. Dann ist der Hubschrauber dein NA-Bringer, ja? Dann fahre ich schon ins Krankenhaus. Oh, ich muss mich jetzt um die scheiß Abschleppscheiße kümmern, ne? Ja, auf dem Weg. Oh, immer muss ich das machen. Wie viele Abschlepper brauchen wir zu einer Stelle? 2? Ja. Ja. Christian, kannst du auch schon mal anfangen mit Abstreuen gleich? Ja. Das ist wieder so ein langwieriger Scheiß. Kann einer den Rüstwagen da bitte wegsetzen? Negativ, gerade nicht. Halt die mal eben in Standby. Ich alarmiere schon mal den Bestatter, die hätten hier einen Unterbus. Ah, guck mal, da ist so der Griesdorf. Griesdorf. So, ich setze den Notarzt mit rein, ja? Bin unterwegs. Oder wir setzen Patienten, wir machen den Patientenwechsel. So, es ist kein Bindemittel mehr auf dem Fahrzeug. Wie oft klickt ihr denn da drauf? Höre, schon unterwegs. Ich alarmiere jetzt den Abschleppdienst. Der Flugarzt ist mit dem RTW-Fahrer nicht zufrieden und möchte lieber fliegen. Das gibt's ja nicht. Dann übernehmen meinen Patienten. Wird umgehend durchgeführt. Schon unterwegs. Ja. Schon Liegst unterwegs. Du abgesehen? Ja, aber fährt den Einsatz da jemand oder muss ich da was hinschicken? Ja, ich wäre dafür, dass ihr den fahrt. Kann ich da was hinschicken? Kannst das Kind aufnehmen, Thorsten? Ja. Ich schicke ein NA hin. RTW muss von euch kommen. RTW kommt RTW. Von mir. Welchem Block ist das denn? Ist das, ach, das ist in der Bank. Habt ihr noch ein RTW frei, sonst schicke ich da einen hin? Nee, ich habe nur ein KTW frei. Gott, dann schicke ich meinen Doktor, RTW. Das ist in der Bank? Höre, ja. Wird umgehend durchgeführt. RTW kommt. Wird umgehend durchgeführt. Was gibt's? Auf dem Weg. Christian, streust du noch ab? Ja, ich guck mal, dass ich meine Mulde jetzt gerade eben. So. Intensiv, Hubschrauber. Geht weg. Das ist gut. Ich bräuchte jetzt Platz da vorne, der Bestatter kommt. Kriegst du gleich. Der Verkehr muss wieder laufen, ich bin hier doch nicht hier, weißt du. Du bist doch auf der ganz anderen Seite mit deinem Abschlepper. Wer sagt Abschlepper? Ich muss jetzt mal den Bestatter hier, den Kollegen der Sonne. Thorsten, hast du noch mehr Bindemittel? Ein Bindemittel, Dingens müsste ich noch haben. Hat funktioniert? Ja. Was gibt's? Bin unterwegs. Jetzt mir. Wo ist der Bestatter hingefahren? Höre, schon unterwegs. Hat er nochmal einen Abschlepper gesehen? Nee. Dein Abschlepper? Einer steht hier auf der ADAC, meinst du? Fuck, ich hab meine Streifenwagen noch gar nicht auf Streife. Mist. Ja, das denke ich gerade auch. Also heute ist wieder eine chaotische Folge, das ist ja Wahnsinn. Thorsten, du kannst. Schick da, hatte unten jemand eine Pol? Ich fahr grad, versuch da hinzufahren. Ich weiß nicht, ob ich das schaffe. Dann kümmere ich mich hier um Tote. Ja? Hallo, Patient X. Oh ja, tut mir leid, ey. Bin unterwegs. Hauptsache deine Lakritzstange, ne? Deine Lakritzstange ist wichtig, ne? Ist dein Doktor da drin bei dem synkopierten Assi? Moment. Nein, setz den noch nicht wieder. So, ja. Kannst du einpacken, ich gehe direkt ins Auto, dann kannst du losfahren. Oi, ach gut. Boah, gib Gas, ey. Das könnte echt knapp werden mit dem. Das ist hier schon wieder eine Runde, das ist da, ey, meine Fresse. Fahr! Geh da rein jetzt in die Bude. Wo ist er denn? Wo liegt er denn? Ja.
verarschen hier, oder? Nix da. Was gibt's? Hab ihn. So. Hast du ihn? Ja, klar. Ich hab ihn eingecashed. Ja, okay, ah, toll. Verstanden, Ende. Yes, dann. So, dann mache ich die Autobahn jetzt mal frei, ne? Kannst du nicht, ich muss das machen. Ja, ich meine vom Fahrzeug her. Da kannst du da durch jetzt. Oder ist alles schon? Adipöser Patient, ich brauche einen Bettrett. Ja, kriegst du. Ja. Ja, dann müssen wir jetzt nur noch auf den Bestatter warten. Alle von Wache 1 verbleibt an der Einsatzstelle. Ein Abschlepper kommt jetzt runter zu euch. Ja, weil der sich gerade ein bisschen verfranzt hat. Alle anderen Einheiten können Status 1 einrücken. Fahren Sie Standort. Verstanden. So, ich hab das hier. Wer steuert den adipösen RTW? Das weiß ich noch nicht. Ich habe ihn alarmiert. Ich wahrscheinlich. Ja. Sehr gut, Schmidti. Kennst du mit aus, ne? Klar. Warum fährt er jetzt weg? Ist er doof? Wieso? Was plant ihr wieder mit den Jungs? Ja, die Abschlepper sind nicht so, ne? Das ist nervig, ist das. Ich klicke auf dieses olle Scheißauto und er fährt weg. Weißt du, Arbeit geht weg, ich komme, ne? Wo will er denn jetzt hin? Er parkt neben HLF oder was? Ja, was ich steuer den. Ich leg den wieder fachmännisch auf die Straße, wenn Zuschauer darauf geachtet haben. Das habe ich schon mal gemacht beim Burger King. So, HLF 1 verlässt die Einsatzstelle. Gott, Einsatzstelle übergeben die an die Autobahnpolizei. Wir rücken einsatzbereit, fahren Standort. Da hab ich nochmal was. Oder jemand ist schneller da. Nein. Ja, tief. Warte, ich muss erst meine Karre hier vernünftig parken. Ja, ich hab. Komm, jetzt steig aus deinem Bums da. Hier, da hast du den Patienten. Muss erstmal meine Laderampe hier reinfahren. Ah, danke für die Mithilfe. Wir bringen das bald wieder ein. So, irgendwas wollte ich jetzt gucken. Hier, der Frecken hier, da. Ja. Ja, NEF ist wieder 1, ne? Der 4TB hat aufgenommen, fährt bald gerade raus. Ja, stand Handy. Das ist verstanden. Frag ich so einen. So. So, die Autobahnpolizei macht sich vom Acker. Wir können ja auch, wenn... Wer steuert... Oh, warte mal. Status 2, einrücken. Ach, guck mal. Interessant. Meine Salinis sind heiß. Die wollen wohl ein PKW vorher haben. Thorsten? Ja? Jetzt gerade kriege ich die SMS. Ich muss eben gucken. Ich weiß noch nicht, welche. Ach, von... die... Ja. Ach, die war für uns. Ja, sicher. Ach, um 18 Uhr. Ja gut, das kann man ja nicht wissen, ne? Da ist ja der Name nicht drin, ne? Wer verfügt über die BF-Wache 2? Die habe ich. Ja, dann stell deine Drehleiter da mal ordentlich rein, das kannst du keinem zeigen. Da hast du gar recht. Thorsten, dann mach mal deinen Bademeister-Segway startklar. Der ist doch schon startklar. Der ist doch immer dabei. Das ist cool, das finde ich. Ja, wir haben in der letzten Folge, die ich mit Herbie aufgenommen habe, schon... Fand ich ein bisschen schade, dass der überhaupt nicht behandeln kann, weißt du? Ja. Ja? Wer? Was ist denn oben im Cinemax? Was kannst du da denn auswählen? Kannst du da überhaupt? Da ist auch irgendwie so ein Punkt. Oben im Cinemax? Auf der Karte ist zumindest ein Punkt. Nö. Da? Stimmt, da ist ein Punkt. Da drin, ne? Ja. Wer weiß, was da passiert, keine Ahnung. Ich sehe den Punkt da nicht.
Ich habe keinen auf der Karte. Achso. Ah, ich habe auch gerade einen Einsatzbuchs gedrückt, vielleicht liegt es daran. Mach doch mal, komm, wie hier gestern, Unwetter, komm. Ich lasse erstmal einen Einsatzbuchs. Ein bisschen chillig kommen, ne? Manches, wollen am Anfang mal was von einer halben Stunde, da in der halben Stunde hab ich jetzt. Ach Gott. Ey. Alter, was ist denn hier los? Was ist denn heute los, ey? Das ist der Polizei, das schickt da einen hin. Ja, schick mir mal Verstärkung. Es kommt ein RTW, aha, RTW kann Schmidi dir auch schicken. Ja. Ah, den RTW, ne? Abstand halten, Schlägerei ist noch im Gange, ne? Ja, verstanden. Also verstanden, ein Streifenwagen kommt von mir, ist ein Tiefflugger hin. Schick den 4 ETW, ITW. Einer von mir ist da. Eine verletzte Person. Ja. Eine verletzte Person. Rückmeldung an der Stelle, NEF. Braucht der NEF? Ja, ja. Kommt mit meinem ITW. Ich komm noch mit Bulli. Was gibt's? Brauchst du nicht. Ist doch schon alles vorbei, Junge. Ja, da muss, ne, weiß ja, Moment, sich selber, 26, 24, fährt auch hin. Der ITV fährt ja jetzt hin. Ja klar, der war einsatzbereit. Ja, kann vorrücken. Boah. Ja? Stehen sie okay. Hochmotiviert, aufgereiht am Fahrzeug. Der Biber 1050 ist auch gleich da. Der hat doch nichts. Der hat euch mal die Schaulustigen hier vom Hals, ne? Das ist ja Wahnsinn. Ja, sehr gut. Wahnsinn. Fachgerecht abgearbeitet. Kann man ruhig mal klatschen. Sehr gut. Ich fand, das war auch relativ schnell reagiert. Der geht mit Signal ins Krankenhaus, was ist da denn los? Ja, der 4TB1 fährt Schockwurm auf dem Waldkrankenhaus. Schlägerei. Ich muss mal hier gucken, ob die überhaupt noch aufnehmen können. Ja, so locker, können. Locker. Moin. Warben vor dem Wetter. Oh. Ich habe jetzt auch übrigens Thorsten. Was? Ich habe jetzt übrigens auch diesen, Hier! Yeah. Ja, erstmal für deine Lakritzstange. Ist das der rote Bulli, der da stehen soll? Was für ein roter Bulli? Wo ist denn jetzt hier? TH Sturmschaden auf Autobahn. Machst du die Autobahn mal bitte zu? Ich fahre erst zu dem Feuer. Ach, das Feuer da, seid ihr schneller mit der BF. Was für ein Feuer? Feuer PKW. Ja, mein HLF1 fährt. Schon. Ja. Gut. Boah. Ungeschützt. Also Rüstwagen, mein Rüstwagen fährt auf die Autobahn. Mein HLF. Ich mach prophylaktisch alle Richtungen zu. Max, du hast direkt bei dem PKW-Brand hast du eine Streife stehen. Mach mal bitte ein bisschen Verkehrsregelung hier. Baum umgestürzt. Ja gut, Stummschaden, da ist was für die Dreier, ne? Fährt ein Polizeiwagen von mir hin. Sturmschaden welcher? Der untere, der letzte. Das ist aber ein Verkehrsunfall. Das ist ein Verkehrsunfall. Ja. Da musst du mit dem Dingens hin. Schickt ihr NEF-RTW, dann schick ich meinen... Ja, NEF-RTW kommt von 1. Ja, jetzt ein KT, da du... Oh, fahren wir Lakritzstange oder was? Mit dem Sturmschaden, ja. Was ist denn B? Achso, B hinter? B hinter? B hinter? Ach, das ist die Unwetterwarnung. Ah. Mai. Ja, da fahr ich gleich auch hin. Ich bin ja auf der Dingens. Bist du auf der Bahn? Ja, achso. Ich bin auf der Bahn. PKW-Brand gelöscht, wir sind wieder einsatzbereit. Ja, dann mach ich das so, dann lasse ich das abtransportieren. Alter. Jetzt geht's aber irgendwie los hier, oder? Kein Problem. Wir brauchen jetzt mal einen, der das Ganze so ein bisschen. Ja. Soll ich das machen? Ich kann das koordinieren. Also alle, die auf der Autobahn sind, die kann ich machen, weil ich habe da eh ein Fahrzeug. Gut, so. Meine Salini ist unten.
Wir fahren jetzt zu dem VU. Genau, der Verkehrsunfall unten, den kann ich nicht machen. Habe ich jetzt schon RTW NEF steht. Ja. Meine Feuerwehr fährt einfach nicht raus, das ist der Unsinn. Doch. Ich schicke das HLF 1 jetzt zu dem Verkehrsunfall ja. unten mit hin. Gut, ich weiß gar nicht, wo die Bäume jetzt gerade alle stehen, wenn ich ehrlich bin. Wir arbeiten die nach und nach ab. Alter, ey. Höre. Ja? Muss ich dieses Geäst eigentlich noch wegfegen? Nee, ne? Jo, Max fährt mit den ganzen Dreiern dahin. Ja, ist doch. Irgendwas nicht raus. Höre, auf dem Weg, auf dem Weg. Okay. Denkt dran, wenn ihr die Bäume sägt, dass ihr die kehren müsst, ne? Ja. Auf dem Weg. Ich geh erstmal ins Auto schneiden. Ja. Alles klar. Boah, jetzt bin ich nicht zu weit weg. Wir haben zwei verletzte Personen auf dem Kinderspielplatz. Hier. Ja. Baum. Ich schick da. RTW, KTW und NEF. Schickst du schon? Ja, ist gerade unterwegs. Gut, unten haben wir auch noch eine verletzte Person. Ah ne, das war der KTW. Der stirbt, wenn wir da nicht hingehen. So, wird geschnitten. Ja, bin unterwegs. Alter, ey. Max, was ist denn das für eine Ordnung hier an der Einsatzstelle? Ja, alles klar. Ja, ich stelle meine RTW und mein NEF hier so schön hin. Ja, ja, hast du schon mal bei uns im Landkreis die Freiwilligen Feuerwehren gesehen? Ja. Merkst du selber gerade. Mein Gott. So, der Baum wird auch zerlegt. Ich mach mal einen Einsatzstopp, ey. Da drehst du ja bei ab hier, ey. Und du hast jetzt einen Polizisten unten, ja? Der soll die Kettensäge mitnehmen, Junge, ist der doof? Macht er nicht mehr. Ich bin Arbeit. Höre. Sagt er keinen Bock mehr, Beste, wa? Ja. Höre. Krieg die Scheiße da weg. So, Person ist befreit. Ja, lebt auch noch. Ja, das haben die Salinis doch super, klasse, toll gemacht. Ist in Arbeit. So, eine verletzte Person ist beim Schwimmbad auch vom Baum getroffen. Auch zwei Personen, glaube ich. Ja. Auf der Autobahn ist jetzt noch einer dazugekommen. Höre. Ja, ich sehe ihn. Ich gehe da zu Fuß. Habt ihr mitgekriegt? Hier eine verletzte Person, ne? Zwei Stück. Ja, RTW kommt. Einer von dir? Für die? Kann ich nicht mehr. Nochmal Alarmstufen erhöhen. Also. Vielleicht kann ich den dann noch schicken. Ich habe unten zwei RTWs frei. Dann schick. Ich brauche aber einen, der mich da durch die Hecke lässt. Ja, bin unterwegs. Und die Feuerwehr zum Sägen. Wird umgehend durchgeführt. Wird umgehend durchgeführt. Unten kann Abschlepper alarmiert werden. Was gibt's? Schmidti, ist das dein HLF auf dem Weg zu mir? Mein HLF steht jetzt gerade, ne? Ja, ich brauch das unten am Schwimmbad. Ja, warte. Lass mich eben hier den einen Baum wegmachen. Nein, RTW ist vor Ort. Ich brauch das HLF jetzt. Ach, Junge. Dann schick Doch, ich dir... Ist kompliziert, Wo bist du da denn? Ach, da. Ja. Wird umgehend zum mein TLF, ich glaube. Warte mal, vielleicht. Ach, guck mal, die können auch. Ja. Wird umgehend durchgeführt. Ja. So, Kettensäge, Abfahrt. Die Bäume, die hier liegen, die beiden, die nehme ich jetzt. Einen bin ich jetzt am Sägen. Schmidt, ich muss durch die Hecke. Jawohl. Kommt. Ach, ich habe meine Stadtbullis auch noch, stimmt. Alarmier, fahr raus. Fahr raus.
Ah, das war das denn jetzt hier. Das sollte gleich passieren. So, Hecke ist frei. Alles klar, danke. Höre, sofort. Schick mal meinen Wechsellader mit raus. Eine Person klemmt? Ja, sofort. Ja. Okay, hier unten der Verkehrsunfall läuft, ne? Ja. Der ist fertig. Ja. Höre. Warte jetzt mal darauf, dass hier transportiert wird. Was ein Sturm. Da ist wahrscheinlich kein Öl, oder? Glaube ich nicht. Was gibt's? Auf dem Weg. Mein HLF bzw. LF verbleibt an der Einsatzstelle, der Rest wird ein. Ja, verstanden. Alles klar. So, wo haben wir jetzt sonst noch? Er ist fertig. Also ich habe jetzt glaube ich schon fast. Der Patient kann noch nicht abtransportiert werden. Oh. Doktor. Habt ihr noch einen zur Verfügung? Ah, ich hab uns selber einen. Okay. Aber dann ist unsere ganze Wache platt. Ja, ist dann so. Was gibt's? Auf dem Weg. Alles klar. So, eins Halle, zwei. Was? Machst du damals, glaube ich, an und sicher ist das vernünftig, ja. So meinst du? Danke. Kein Brotschlag. Was gibt auf dem Weg? Haben wir jetzt alle? Zwei fehlen noch, ne? Genau. Einer auf dem Spielplatz. Und einer vor dem Bus. Ich hab mir gerade mit den Patienten. Vor dem Bus fahre ich an. Alles klar. Wird umgehend durchgeführt. Dann mach ich den Spielplatz. Die Patienten am Schwimmbad sind auch gerettet. Warum kommt da noch ein HLF? Ja, Junge. Du wolltest das doch vernünftig abgesichert haben. Das kriegst du jetzt auch. Wir gehen mit Signal ins Krankenhaus. Bei dem Verkehrsunfall oben auf der Kreuzung bzw. PKW-Brand kann das HLF auch abrücken. Straße ist geräumt, dann weiter. Nein, 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 steig aus. Christian, hast du RTW frei? Und ein KT. Was habe ich frei? Nee, du hast keinen RTW frei, ne? Nee. Okay. Ich mache den KT, da schicke ich jetzt einen RTW hin. Das wird vermutlich eine Türöffnung, behaupte ich mal. Nee, das glaube ich nicht. Meinst du nicht? Nee. So, Autobahn ist auch frei, die kannst du wieder freigeben. Schick da mal LF als First Responder hin. Ja, gerne. So, was brauchten wir jetzt noch hier? Warte mal. Welling, Autobahn frei. Stubenschaden vor dem Bus. Ich mache das sofort. Fahr ich jetzt gerade. In welchem Gebäude ist denn das? In der Garage? Was für eine Garage? Kein Problem, höre. Wo ist denn der KT? Der ist in dem Haus. Ich habe da schon was hingeschickt. Sofort.
Was gibt's? Ich kann mit Feuerwehr da nicht rein. Nee, kannst du auch nicht. Es ist keine Tür. Ah, gut. Wir brauchen aber noch einen Abschlepper hier unten, ne? Ja, das ist ja... Wer war denn mit der Polizei da? Ich nicht. Oh, ich bin schon wieder weggefahren mit der Polizei. Ich komme wieder zurück. Das ist ein Vollpfosten, Alter. Ja, ich dachte, das wäre erledigt gewesen da unten, ey. So. Irgendwas wollte ich jetzt noch. Ach, die Autobahn muss wieder frei. Wer hat denn jetzt den 3 RTW1 bestellt? Wohin? Ach, zu der Türöffnung? Ist keine Türöffnung. Zu dem KT? Zu dem KT fährt. Ich sehe den RTW gar nicht. Wo soll der sein? Ich fahre ein bisschen im Weg. Da kritschen! Thorsten, riechst du da? Das riecht ein bisschen nach Paraffin. So. Ja. Ich würde sagen, das ist jetzt ein gelungener Abschluss, um ja, die Folge schön abzuschließen, wo jetzt alles fertig ist. Jo. Ja, finde ich auch. Genau. Kurz und knackig. Max, fahr deine Karre da auf die Seite. Hä, warum? Ich muss doch vor euch wegfahren. Ich will doch als Erster da kommen. Ich kann den nicht besteuern, der ist in der 6. So. Ja, Freunde der Sonne, dann würde ich sagen, danke fürs Zuschauen und schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. Wenn es euch gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben. Genau. Und ich würde sagen, wir sehen uns. Beste. Tschö. Ciao.